kleine Planänderung. Und zwar filmen wir jetzt auch, wie du den Stick in dieser vertikalen hast, Drift Hook raus, nach dem Motto, zieh bitte die Nase ein. Die vertikale Bewegung. Jetzt zeigst du als separate Übung noch die laterale Bewegung mit dem Stick in der Folie. Den will dann sprechen. Den Hufschlag, dann kriegst du, dann siehst du mehr der Schulter herein. Noch mal auf den Hufschlag, ich passe auf dich auf. Kannst du ein bisschen noch ansaugen, die Knie? Ansaugen, ja. Genau. Noch mehr ansaugen. Jetzt ist es schön. Dann geh du mal Richtung Fancy hoch. Ich habe jetzt noch einen Körper hier aufgefunden. Und du machst jetzt die Traversale. Ja, ich mache ein bisschen Winkel, damit die anderen Ponys auch noch hinterher können. Oder mach Traversale nochmal. Warte mal. Genau. Stopp, bleib stehen. Ohne. Stick nach oben, Stick nach oben. Genau. Ne, komm wieder. Bin ich im Weg? Alles gut. Nochmal, Stick nach oben. Du bist vom Hufschlag weggekommen und eigentlich ist der Zaun dein Freund. Und du musst rückwärts gehen. Jetzt kippst du mal an. Und du darfst den Stick nicht so drehen. Aber es ist gut, dass wir das als Video haben. Der Stick ist immer in der Position. Ich hole sie mir. Ich sage ihr so, bitte stellen. Bitte stellen. Und du hast immer so gedreht. Das ist aber nicht schlimm. Nimm die gleiche Richtung. Stick immer, der muss, die Spitze ist immer oben. Die kommt nie runter. Aha! Wenn du dir die Stellung holst, bremst du die Vorhand, dann, genau, dann wird es nämlich mehr verwehrt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Hier seht ihr noch meine Bücher. Das neueste ist der Enthüllungsroman Die Pferdemafia und auch meine Lehrbücher. Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Rechts und links auch noch Videos zum Thema und einen Button zum Abonnieren. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschö!